Servus Mois, herzlich willkommen zurück zu Magicite, der Folge 11. Omega wieder am Start und diesmal nehmen wir die Rasse der Bogenschützen, die Dwelfs oder wie die heißen. Dazu habe ich noch den Spinneneierkopf aufgesetzt und es sieht einfach nur wunderbar aus. Sieht ein bisschen aus wie die Pilze bei den Amarion-Spielen, nur dass die Farbe nicht ganz stimmt. Finden hier nur noch die Augen, dann wären wir tot. Wir haben als Skill 10 Glück, wenn wir Waffen kreieren und 2 Leben extra, weil als diese Rasse kriegen wir 4 Geschicklichkeit, aber mi minus 1 auf Leben. Deswegen nehme ich jetzt plus 2 Leben und wir fangen auch gleich an. So, da haben wir auch gleich unseren Bogen. Das erste, was wir machen müssen, deswegen haben wir auch diesen Stein, sind Pfeile. Und die werde ich auch gleich ausnutzen. Und zwar gegen diesen dicken, leckeren Steak. So, jetzt habe ich alle verschwendet. Aber egal, macht nichts, dafür ist er gleich K.O. Wir hätten nämlich Probleme gehabt, müssten wir das mit der Axt machen. Im Ernst. Egal, wir machen zum Glück 5 Schaden. Oh, da haben wir schon 2 Schaden bekommen. Egal wie oft man das Spiel spielt, es wird nicht unbedingt viel einfacher. Ah, und die Hitbox, ey, die ist doch voll für den Arsch. So, dann haben wir den wenigstens. Oh, was ist das denn? Oh, fuck. Oh, ich glaube, das ist vom. Oh nein, was war das denn? Wie dumm. Ich glaube, das kommt vom Ei. Das kommt tatsächlich vom Ei. Egal, wir probieren es einfach nochmal. Oh, Scheiße, da habe ich mich erschrocken gerade, was hier los ist. Okay, 10%, dass jedes Mal so ein Ding kommt. Ja, ich gehe erstmal auf Holz. Definitiv. Holz sammeln. Danach, danach muss ich gerade überlegen, wie wir das machen. Wir brauchen eben auf jeden Fall Spitzhacke etc. Das Übliche. Denn wir müssen zack, 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 zack und zack. Wir brauchen Steine für Pfeile. Denn unser Charakter ist einfach abhängig von Pfeilen. Magie lassen wir vielleicht etwas mehr im Hintergrund, würde ich sagen. Dafür ist es halt nicht, noch nicht optimal geeignet. Ich werde wahrscheinlich Magie schon benutzen. Aber es wird nicht der Hauptfokus sein hier, sondern die Pfeile. Das heißt, wir brauchen Stein, Stein, Stein. Und noch mehr Steine, um viele, 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 viele Pfeile zu machen. So, dafür nehmen wir auch so viel Holz, wie es geht. Zack, zack. Nächste, gibidi, gibidi, gib. Ach, da kommt doch gleich das erste Schweinchen, das gibt's doch nicht. Komm her, komm her. Zack, da haben wir dich. 7 Schaden, jawohl. Solange wir nicht getroffen werden, ist alles. Oh Gott. Oh Gott, hör auf. Hör doch auf. Wir dürfen nicht zu oft getroffen werden. Das darf einfach nicht passieren. Ich glaube, diese Mütze ist einfach nur, um sich selber das so ein bisschen schwieriger zu machen. Sozusagen so eine Challenge. Ne? Wer ganz cool ist, der setzt sich eine Mütze auf. Und sorgt dafür, dass 20 von diesen Spinnen da sind und dann geht er zu seinen Schulfreunden im Pausenhof und gibt natürlich an: Ey Leute, ich habe bei Magicite natürlich eine Spinnenmütze auf dem Kopf und bin so cool jetzt. Ja, das geht bestimmt gut. Nee, aber ich denke mal, es ist tatsächlich nur für eine Challenge da. Hat keinen besonders hohen Stellenwert. Wenn man sich schwieriger machen will, kann man das machen. Finde ich eigentlich ganz cool. Und die gibt auch einiges an Erfahrung, wenn man sie auch besiegt. Aber mit unserer Ausrüstung, die wir gerade hier haben, wird es nichts, Freunde. Es wird einfach nichts. Wir sind einfach nicht dafür gemacht. Aber wir kriegen so wenig Ressourcen. Das ist doch echt krass. Wir müssen so schnell es geht bessere Werkzeuge besorgen. Definitiv. Das ist einfach viel zu schwach, was hier gerade. Viel zu schwach, viel zu wenig. Und ich laufe noch rein. Ich laufe noch rein. Oh, da wurde ich getroffen. Da kommt es auch noch. Nein, was? Oh, da kommt der andere von der Seite. Ach, Leute. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich glaube, ich werde die Mütze weghauen müssen. Weil die Dinger dann doch echt sehr heftig sind. Die halten nämlich so viel aus. Und die Hitbox ist so unklar. Ach, leider, 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 leider. Ich glaube, verabschiedet euch von Omega, dem Bogenschützen. Ja. Das war einfach nix. Das war einfach nix.
Folgendes. Wir gehen wieder zurück, machen unseren neuen Charakter, nehmen wieder die gleiche Rasse. Oh, da haben wir schon zwei Geschicklichkeit und oh ja, das nehmen wir. Sieht gut aus. Wir werden halt ein bisschen leben. Als Mütze nehmen wir aber diesmal. Attacke ist ganz nett, aber wir machen mehr Ressourcen. Wir brauchen es nämlich als Bogenschützen. Als Bogenschütze so. Denn wir müssen ja Pfeile machen. Ein Pfeil haben wir bekommen als drittes Item. Das ist doch ein. Ja. Ist wunderbar. Drei Schaden machen wir mit der Axt. Super. So, jawohl. Haben wir auch schon zwei Spinnweben. Wäre wirklich nicht schlecht, wenn wir diesmal wenigstens einen Zauberstab haben als Notlage sozusagen. Wenn wir keine Pfeile haben, dass wir einfach mit Magie wenigstens in den Fernkampf treten. Du kommst hier. Reicht das überhaupt? Ich glaube nicht. Nope. Da brauchen wir mehr. Zack, 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 zack. Was möchten Sie, mein guter Herr? Mr. Gibidi. Mr. Gibidi. So, das war's. Ich habe natürlich nichts gesagt. Ich wollte natürlich, dass es euch die Sprache schlägt, wie elegant ich dieses Geschleime beendet habe. Das ist Sparwitze, Junge, Junge. So, gib her, das brauche ich. Da haben wir wieder eine Spitzhacke. Hier ein Schwert. Ne, warte mal. Oh, da haben wir eine leicht verzauberte Spitzhacke, auch cool. Ich glaube, sonst kann ich gerade nichts machen. Nö, dann holen wir uns leckeres Fleisch und Erfahrung. Und versuchen natürlich irgendwie noch ein paar Spinnen zu finden. Ist hier noch eine? Ne, da sind aber einiges an Käfer. Da eine Spinne. Vielleicht können wir. Diesmal können wir Glück haben. Wir haben nicht so viel Magie, nur 5. Aber, jawohl. Und da haben wir das Glück auf unserer Seite. Zack, machen wir uns einen Kescher. Zack, zack. Denn die Magie ist echt praktisch, wenn man einfach mal die Mana zur Verfügung hat. Es ist ein ungeheurer Vorteil, mal kurz umzuschalten. Da haben wir es auch schon. Zack. Zack und. Den setze ich jetzt mal hier. Dann können wir das jetzt vertikal angreifen. Das heißt, wir sind nicht immer abhängig davon. Ach Mensch. Okay, Pfeile haben wir eh nicht viele. Wir sind nicht abhängig davon, irgendwie direkt beim Gegner zu stehen. Oder vor dem Gegner. Und wir machen nur 5 Schaden, das ist natürlich miserabel. Aber was soll's. Ich frage mich eigentlich, ob der Zauberstab. Nö, der kam ganz normal raus, okay. So, dann haben wir wieder einen Blitzkäfer. Ich frage mich echt, ob man. Dingens. Ob man die Zauberstäbe jetzt verbessern kann. Ich weiß gar nicht, ob sie in diesem Update drin ist. Es soll auf jeden Fall noch ein weiteres Update kommen, 1.2. Und da soll noch einiges ins Spiel reingebracht werden. Also Hut ab an den Entwickler, finde ich sehr geil, dass es sich die Mühe macht. Aber es würde mich dann doch freuen, wenn die Magie hier ein bisschen, etwas verstärkter wäre. Denn, man sieht hier, oh nein, 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 ich hasse es. Das ist super ätzend. Sobald man auf dem Gegner ist, hat man einfach, oder auf dem Gegner steht, kann man sich nicht bewegen. Es ist einfach nur zum Kotzen. Einfach nur zum Kotzen. Jetzt machen wir dich kaputt, weil du ein Arschloch bist. Du Hurensohn, sage ich einfach dazu. Du Wildschweinsohn. Okay, wir sind ein Bogenschütze, deswegen nehme ich da die grüne Klasse. Oh, okay, oh cool. Wir können einen Irrlicht herbeizaubern. Und wenn durch diesen Irrlicht unsere Pfeile hindurchgehen, machen sie doppelten Schaden. Das ist eigentlich ein ganz cooles Gimmick. Aber da muss man schon davor planen, wie man seine Gegner ausschaltet. Gut, das sollte man allgemein machen. Ich habe jetzt nur noch. Ach Gott, deswegen, ich habe nur ein Leben. Deswegen gehe ich ein bisschen auf Abstand. Ich habe nämlich keine Lust, immer wieder von vorne anzufangen. Aber ich finde, ehrlich gesagt, die Magie ist irgendwie das Beste gerade. Hier, zack, da kriegst du einmal diesen Zauberstab. Und da hast du einfach einen ungeheuren Vorteil. Noch, natürlich. Wie
viel Holz haben wir? 8 Stück. Nehmen wir ein bisschen mehr. Ah, dann haben wir da auch wieder ein Wildschwein. So, da hauen wir da gleich mal drauf. Zack. Okay, den kriege ich jetzt so nicht mehr. Aber so kriege ich den. Und so. Und zack. Oh, der lebt noch, oh mein Gott. Ich dachte eigentlich, das war's jetzt mit ihm. Aber es ist alles gut gegangen. Wir sind im Spiel. Wir haben aber... Oh doch, wir haben noch Kräuter. Wir heilen uns mal ganz geschwind. Zack, zack. Nehmen wir den Käfer auch mit. Dann haben wir einen Eisstab. Ich überlege gerade, kann man... Nein, kann man nicht. Kann man das machen? Nein, kann man nicht. Aber wir nehmen noch einen Eisstab. So, so, so. Denn es ist eigentlich ganz schön praktisch, habe ich so überlegt. Wenn man einfach nur passiven Schaden macht. Klar, die Kristalle treffen nicht immer. Aber das muss es ja auch nicht. Es ist einfach nur da. Und wenn rein zufällig ein Gegner so getroffen wird, ist es auch praktisch. So. Da sind wir voll. Da muss ich gerade mal was raushauen. Dann machen wir hier das raus. Nehmen die Kohle mit, damit wir das Fleisch krähen können. So, dann zaubern wir mal gleich wieder unsere Schutzrüstung. Macht nur 3 Schaden. Schade, ich hatte ein bisschen mehr erwartet. Aber dafür konstant. Sehr praktisch. Besonders wenn man Magier ist, ist der Output natürlich viel, viel stärker. Und wir gehen wieder hier rein. So, wie viel Zeit haben wir noch? Oh, 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 oh. Ich sollte eventuell aufpassen mit meinem Zauber. Nicht, dass die Dorfbewohner ein Problem damit uns haben. So, okay. Genug abgelenkt, wir brauchen. Leute, was soll ich denn jetzt machen? Ich muss gerade überlegen. Wir brauchen auf jeden Fall besseres Werkzeug. Aber als erstes brauchen wir Platz. Wir haben bereits einen Bogen. Ich könnte aber versuchen. So, Moment. Jetzt schauen wir mal. Wir hauen einfach mal das hier weg. Und das hier weg, ja. Und zwar machen wir jetzt... Oh, fast kein Platz hier. Zack, zack. Und daraus machen wir jetzt eine Knochen-Schöpfe-Zacke. So, zack, zack und zack. Und dann brauchen wir noch eine Steinaxt. Und zwar geht die so, so, so. Geht das ohne? Schade. Das müssen wir gleich nochmal machen. Zack, zack, zack. So. Ja, das, du kommst auf den Boden, hier wird eine Klinge draus. Dann wird aus dem hier, du kommst auf den Boden, zack, eine Axt und eine Steinaxt. Okay, jetzt haben wir's. So, muss ich gerade auch selber überlegen. Wir brauchen Pfeile. Ne? Das heißt, wir brauchen auch Feuerstarter. So, jetzt haben wir natürlich nichts. Dafür können wir uns einen besseren Trank machen. Wie war nochmal, ich glaube, so war das. 1, 2, 3. Ja, genau. Und jetzt können wir eigentlich noch einen Bogen machen und hoffen, dass es nicht magisch ist. Super. Das können wir eigentlich glatt nochmal machen. Aber wir brauchen auch den Cash. Wie viel? 15 noch? Okay. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir, weil jetzt gleich nochmal eins kommt. Zack, zack und zack. Und zack. Und da haben wir wieder einen normalen Bogen. Ja. Hat sich gelohnt. Den Pilz verkaufen wir. Holz, 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 Holz. Können wir beim nächsten Ding wieder auch holen. So, dich brauche ich kurz hier oben und dich auch. Daraus machen wir uns dann Rüstungsteile. Ich werde so eine Mischklasse machen. So eine Bogenschützen und ein Bogenschütze und Magier.
Nachrichten haben wir wenigstens da Abwechslung. Ich glaube, das ist so das Intelligenteste, was man machen kann. So, die schauen wir hier oben. Fleisch müssen wir essen sogar. Moment. Jawohl. Hier auch noch eins. Ah, wunderbar. Und hier auch noch. Ah. Das ist so absurd. Aber irgendwie geil. Okay, wir haben... Wir sind ganz okay ausgestattet. Ah, mal gucken, ob wir was kaufen können. Nö, können wir nicht. Wir könnten eigentlich... Da, die Axt. Ne, jetzt haben wir uns die Holzachs schon gemacht. Von daher wird das schon gehen. Okay. Dann würde ich sagen, was auch diesmal für diese Folge. Ich weiß, das ist immer nur ganz kurze Folgen. Beziehungsweise wir kommen nicht sehr weit, aber so ist das Spiel. Daran kann ich nichts ändern. Es ist nicht einfach, man stirbt und man muss dann wieder neu anfangen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es freut mich, wenn ihr natürlich beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ich sage mal wieder adieu.